So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist der Hannes. Moin. Jetzt guck mal die schöne Unterhose an hier. Das ist wichtig. Guck mal, wie die leuchtet. Sieht die nicht schön aus, ne? Die gab's aber nicht zu Weihnachten. Ich möchte aber trotzdem jetzt mal die Weihnachtsgeschenke von diesem Jahr so ein bisschen grob zeigen. Wir haben ja schon mal ein riesengroßes Unboxing gemacht letztes Jahr, weil mir so viele Leute, so viele Zuschauer lauter Fanpakete geschickt haben. Da ging das hier eine Dreiviertelstunde noch in der alten Wohnung. Diesmal war es alles ein bisschen ruhiger. Die meisten haben auch die Adresse einfach nicht oder haben halt kein Geld mehr dieses Jahr, weil Pokémon so teuer geworden ist. Was ich aber trotzdem bekommen habe von Pupsi, von meiner Familie, von trotzdem auch Zuschauern, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Für Hannes ist auch noch was dabei. Der kriegt auch noch was von mir. Und als allererstes wollen wir uns mal hier diesen komischen Kaffeelikör von Mellersache Niederreger Lübeck reinziehen. Wir tun so erstmal, als hätten wir nur eine Flasche. So, das ist der Running Gag, dass wir am Ende mit dem dann auch wieder abschließen. Das ist auch vom Hannes. Der Hannes hat mir hier so einen komischen Männersache-Likör mitgebracht. Ein Espresso Shot, was eben ein Kaffee-Likör ist mit 22%. Damit wir gut in das Video starten können, machen wir den mal auf. Packen wir uns den jetzt hier in das Gläschen rein. Einmal hier, einmal da. Das sieht aus wie Sojasauce. Ja, das sieht super aus. Wenn du Sushi dabei hast, kannst du das jetzt da reintunken und dann ist es schon perfekt. Das stelle ich jetzt mal hier unten hin. Das kann man euch nochmal zeigen. So sieht das aus. Ein Kaffeelikörchen. Prost. Prost, Hannes. Wieso ist denn jetzt der Tisch schon wieder versauert? Das gibt's doch nicht. Da gibt man sich so Mühe beim Einschenken und dann sieht es trotzdem aus wie Huf. Seid ihr ein ganz schön. Ho, 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 sage ich dann nur. So, komm mal ganz kurz zu was Kleinem. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, was Pupsi bekommen hat. Das liegt direkt hier vorne und dann gleich die Frage an euch. Das ist ein PlayStation 5 Controller. Wie viel kostet ein normaler PlayStation 5 Controller? Vielleicht 60, 70 Euro mittlerweile, keine Ahnung. Das hier ist ein spezieller, weil da ist das Spider-Man-Logo drauf. Der hat so ein Spider-Man-Design auch hier am Rand. Die meisten sind ja jetzt so weiß mit schwarz dran. Der hier ist schwarz, hat rot mit dran. Was denkt ihr, wie viel hat er gekostet? Kurz überlegen, kurz sagen lassen. Hannes, du weißt es schon. Wie viel hat er gekostet? 200. 200 Euro. 200 Euro und 70 Cent oder irgendwas für einen PlayStation Controller, das muss man sich mal vorstellen. Sandra hat auch schon gesagt, den rührt nur sie an, den darf kein anderer in die Hand nehmen. Sandra schläft aber gerade, deswegen möchte ich den mal hier zeigen. Der ist wichtig, deswegen den legt man auch hier rüber, damit wir Platz auf dem Tisch haben. Den gleichen Controller haben wir dann bei Wish bestellt und haben das hier bekommen. Sieht gut aus, ne? Ist aber so flach. Und ist hinten hohl, ne? War natürlich Spaß. Das ist hier ein Controller für den Jonas. Der Jonas ist aber noch zu jung, deswegen ist seiner aus Gummi. Und er kann den halt nehmen in den Mund und kann da drauf rumbeißen und kauen. Also das ist Jonas, sein Controller. Perfekt. Den hat Jonas zu Weihnachten bekommen. Außerdem, weil ich so, also er hat noch viel mehr bekommen, natürlich. Sandra hat auch viel mehr bekommen. Was ich Sandra geschenkt habe, das zeigt man jetzt hier gar nicht. Ich mache nur ausgelesene Sachen. Das wollte ich aber mal zeigen, denn das hat Jonas auch bekommen. Das ist so gut. Das ist einfach ein Beet mit Möhren, wo man die Möhren dann rausziehen kann. Oder man kann sie halt auch wieder reinstecken. Und das sind unterschiedliche Farben. Und das sind unterschiedliche Felder. Hier steht auch immer drauf 5, hier ist lila, hier steht auch die 5 drauf. Wisst ihr, das kommt hier rein. Die 2, ne? Die 2 mit dem Pinguin in die 2. Das ist cool, wenn er so dasteht, kann er einfach da so rausziehen, kann schon mal sich die Farben, die verschiedenen angucken, kann die Zahlen sich angucken. Ich finde das irgendwie lustig. Deswegen muss ich das auch unbedingt zeigen. Sehr, sehr genial. So, jetzt sind die Möhren runtergefallen und alle Möhren sind weg.
Nächstes, Marie. Marie hat ein verrücktes Labyrinth bekommen. Das liegt hier vor mir. Das will ich auch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich ein verrücktes Labyrinth in der Pokémon Edition. Das heißt, ihr habt hier verschiedene Pokémon-Karten, die da versteckt sind auf dem Labyrinth, wo man hin muss und muss diese Pokémon dann sozusagen fangen. Ihr habt Pokémon-Spielsteine, mit denen ihr rumlauft, um das zu machen. Wir haben das jetzt einmal gespielt schon. Ich habe gewonnen. Das war richtig krass. Und da habe ich gemerkt, dass ich das verrückte Labyrinth als Kind schon mal hatte und ich das immer falsch gespielt habe. Weil irgendwann war es so, der eine hat von rechts nach links geschoben und der nächste, der dran war, hat von links nach rechts zurückgeschoben. Und dann war der erste wieder dran und hat wieder von rechts nach links und du hast dich die ganze Zeit hin und her geschoben und es ist nichts passiert. Sinn des Spiels ist aber, wenn der eine so schiebt, darf er in der nächsten Runde den nicht wieder zurückschieben. Er kann nur weiter in die gleiche Richtung schieben oder schiebt einen ganz anderen Gang. Ja, wir haben uns damals hin und her geschoben, das war auf jeden Fall lustig. Das ist das Pokémon Labyrinth. Genau. Wenn ihr das kennt, kennt ihr das verrückte Labyrinth? Schreibt's mal in die Kommentare. So, packen wir das weg. Kommen wir mal kurz zum ersten, was ich gar nicht weiß. Denn das ist von der Genaya, die hat irgendwas bestellt, hat gesagt, da kommt noch was für Weihnachten für dich. Ich schicke dir das einfach mal zu. Ich habe mir hier vorne dann noch drauf geschrieben, Jänner, dass ich weiß, dass das von der Genaya ist. Wir machen es jetzt mal auf. Das ist die erste Überraschung für mich, weil ich da den Inhalt noch nicht kenne. Ist nochmal als Geschenk auch eingepackt. Das kann man ja immer auswählen. Das Ding jetzt hin hier. Also wenn ihr bei Amazon irgendwas bestellt, könnt ihr meistens auswählen, ob das ein Geschenk sein soll. Dann kommt das nochmal in so einen komischen Sack rein. Das fühlt sich an wie ein Spiel. Wie ein Spiel für die Switch. Die wird doch nicht, die hat doch nicht, die kann doch nicht. Wünsche euch ein frohes neues Jahr von Jennifer Brohn. Oh mein Gott, jetzt muss ich mal hier in den Umschlag reingucken. Ich habe doch nichts auf meiner Liste gehabt. Hat die von sich aus jetzt einfach was bestellt? Oh, jetzt weiß ich, was es ist. Sie wollte die ganze Zeit ja, wenn sie kommt, mal das Pokémon Snap mitbringen. Wo man da so rumfährt, automatisch, und muss Fotos machen, links und rechts. Jetzt habe ich gedacht, weil sie keinen Bock hat, mir das auszuleihen von sich, hat sie mir einfach ein eigenes bestellt. Nein, es ist was ganz anderes. Und da werden Kindheitserinnerungen wach, denn das ist was, was ich als kleines Kind zu Weihnachten bekommen habe. Da gab es jedes Jahr gefühlt einen neuen Teil. Und ich rede nicht von WWE Smackdown oder so. Nein, kennt ihr vielleicht noch Tony Hawk? Jetzt muss ich hier reingucken. In den Beutel, in den Sack. Kennst du Tony Hawk? Gehört schon, aber nie gespielt. Okay, weißt aber, das ist ein Skater. Ja. Ziemlich bekannter. Es ist trotzdem komisch, wenn man draußen aufnimmt oder so, da kann man die ganze Zeit rumschreien und sich aufführen. Hier denkt man, es ist mitten in der Nacht, es ist nach 12. Da muss man eigentlich ruhig sein und ruhig reden, ja, damit man niemanden belästigt. Ich schmeiß mal wieder alles hier runter. Das ist Tony Hawk's Pro Skater 1 und Teil 2 zusammen in einer HD remasterten Collection, wo die Level einfach neue Effekte haben und besser aussehen, die Grafik hoch aufpoliert, vollständig neu gemastert. Der Leon Dai hat die ganze Zeit schon immer gesagt, wann spielst du denn mal Tony Hawk oder wann streamst du denn mal Tony Hawk? Und ich wollte mir das immer holen, ich habe es mir dann nicht geholt, dann war es mir wieder zu teuer. Letztens habe ich es aus Spaß mal auf die Wunschliste gepackt und jetzt ist das hier drin. Und nicht nur der erste Teil, sondern auch der zweite Teil. Und das waren Spiele, die habe ich damals wirklich gesuchtet. Du bist jedes Mal Level gestartet, bist rein, bist da rumgehüpft, deine 2 Minuten. Dann war es vorbei, du hast es selber einfach nochmal gemacht, nochmal gemacht, nochmal gemacht. Die Musik war immer richtig genial, du hast dich übelst gefreut. So ein genialer Soundtrack, der in dem Spiel dabei war, die Skater, alles dazu. Ich hoffe mal, das ist genau noch so, wie man es in Erinnerung hat, nur dass es besser aussieht. Also danke an Genaya. Das überrascht mich. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte vielleicht, wenn sie von der Wunschliste irgendeine scharfe Soße bestellt hat oder so. Aber
Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für die Nintendo Switch. Das ist wirklich eine Überraschung. Auf den Schock musste Hannes jetzt erstmal ein Nougat trinken. Hier ist nämlich noch ein Niederreger Lübeck Nougat Sahnelikör. Auch wieder mit 15%, weil der auch vom Hannes ist. Schenke ich dem nochmal den ein. Da freust du dich, oder? Ich glaube, der ist wenigstens nicht so herb und bitter wie der Kaffee. Ja, also mal diesen. Das dürfte eher nach Billis. Die traut sich was aufs Klo zu gehen, dabei die Tür aufzumachen. Das ist doch so laut, da hätte man eine Sprechpause machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir schon das Fett nachher wieder abholen können. Schön eingepackt. Was schmierst du denn den guten Tisch? War mein Fehler, ich weiß. So. Prost. Prost, Hannes. Das ist der Sahne. Erstmal auf den Tony Hawk Schock eintrinken. Und damit ihr mal seht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Hier, jetzt muss ich erstmal 30 Mal drücken. Da ist noch Hannes seine Seite. Die wird noch interessant. Da steht noch ein Beutel. Und hier hat sich Adi gerade eingeschlichen und einfach hier draufgelegt. Adi, Schatz, alles Gute. So, das stellen wir wieder hin. Perfekt. Und würde sagen, gib mir mal den roten Beutel, der neben dir steht. So, das ist eine rote Tüte, die habe ich aus Hessberg mitgebracht. Da ist nämlich drin, muss ich hier rüberhängen, so. Hier sind einmal drin Knuspermäuse im Ketchup-Stil. Das ist wie gesagt vom Muttertier. Wie die Pombe, was sind das für? Dann haben wir hier Bud Spencer Karibik Rum Schokobohnen. Die hat mir schon mal zum Geburtstag zweimal Bohnen geschenkt, Bud Spencer Bohnen. Die habe ich beide noch nicht getestet. Jetzt kriege ich schon wieder so eine Stange Bud Spencer Bohnen, die man dann essen kann. Die halt auch mit Alkohol sind oder die irgendwas. Die hauen aber richtig rein. Dann ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, Blizzard. Das gab es im Kaufland früher immer so weinhaltige Cocktails, Blizzard, mit so einem Deckel einfach zum Aufziehen, das ist Typ Mango. Da gab es auch immer den grünen, da gab es den roten, da gab es Orange an sich, da gab es Mango, Mango war der Beste. Das haben wir früher mit dem Muttertier im Sommer immer mal getrunken für zwischendurch, als ich noch ein kleiner Bubi war. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Gleichzeitig hat man Tony Hawk gespielt. Ne? Das ist auch was Cooles. Pupsi hat auch so eine Flasche bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie das so kennt. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir die Tüte auf jeden Fall leer. Wir haben die Schokobohnen leer. Und die Chips. Ah, ich spring gleich hinterher. Dann haben wir hier einen Pullover. Einen richtig fetten, dicken Pullover. Von Jean Pascal. Also vom Kesto, ne, der Pascal. Haben wir hier einen Pascal-Pullover. Den können wir auch hier rüber packen. Dann haben wir noch einen Pullover mit irgend so einem Emblem-Dings drauf auf dem Ärmel. Der ist eher grau, aber auch wieder fett mit Kapuze. Was das ist, weiß ich nicht. Sieht irgendwie richtig räudig und ausgeranzt aus. Ist auch von Jean Pascal. Nochmal ein grauer Kapuzenpullover von Jean. Ey, ist Jean Pascal, ist das eine Marke oder was? Habe ich noch nie gehört. Nee. Der gute Jean Pascal. Dann das Muttertier, das übertreibt es immer, hat hier eine Karte auch reingehangen mit so Kerzen drauf. Hat hier einen Text geschrieben und hat dann innen drin 100 Euro reingepackt. Und die hat Pupsi auch eine Karte geschrieben und hat bei Pupsi auch nochmal 100 Euro reingepackt. Dann steht ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 24. Wünsch dir, lieber Ramon, sowie deine Lieben, deine Mama. An bei 100 Euro. Das muss man mal reinschreiben, falls der Hannes es schon rausgenommen hat, dass man weiß, da fehlt was. Ne? Das packen wir jetzt auch mit hier rüber. Komm jetzt mal, wenn wir schon die ganze Zeit vom Hannes reden, zu Hannes seinen Geschenken. Der Hannes hat einmal hier Muschelschubser mitgebracht. Weil der Hannes gesagt hat, ich esse ja gerne Lakritz, diese schwedische Lakritz, diese salzigen Bastarde, die waren ja richtig cool. Die haben wir am Geburtstag gegessen, an der Werra, bei der Geburtstagsparty. Also hat er Muschelschubser mitgebracht. Das ist Lakritz,
Lakritz mit Minze, Lakritz mit Waldmeister, Lakritz mit Himbeere und Lakritz Kirsche. Also verschiedene Lakritz-Sorten, Arten. Dann haben wir einmal hier das gute Habanero Tabasco. Denn wir haben ja schon, Tabasco-Tastings gemacht, diese Box durchgeknetet. Tabasco passt immer zu Pizza, zu allem. Ja. Das Normale ist dann irgendwie schon zu langweilig geworden. Das Rote, das ist eine Stufe schärfer. Das ist das Habanero Tabasco. Die fünfte Stufe gibt es, glaube ich, gar nicht so normal im Handel. Ich musste wahrscheinlich im Internet bestellen. Weil im Kaufland sehe ich als schärfstes immer nur Habanero. Habanero, und das kriegst du aber auch nicht immer und nicht überall. Aber Habanero Tabasco darf in keinem Haushalt fehlen, ist einfach auch schnell leer. Dann haben wir hier so eine komische Paste, Harissa Paste, 70 Gramm, kann ich nicht lesen, was das ist, irgendwas von Tunesien. Harissa aus scharfen, frischen, roten Paprikaschoten. Also ich kenne ja Eiwa-Paste, das ist vielleicht so was Ähnliches, aber halt irgendwie doch anders. Das kann man sich ja mal aufs Frühstücksbrot schmieren oder jo. Bei Marie, wenn die in die Schule geht, sage ich, hier hast du ein bisschen Erdbeermarmelade und dann genau. Da brennt der Bobs. Wo der Bobs nicht brennt, sind okay. Wahrscheinlich diese Pringles Hot and Spicy, weil Hot and Spicy Pringles, naja, da will man was machen, aber das, ich glaube, Pringles können einfach gar nicht scharf sein. Tja. Hier hat der Hannes mitgebracht, dass der die heimlich essen kann und naschen kann. Das machen wir schon. Was interessant klingt, ist diese fette Flasche von Heinz, ein Heinz Tomatenketchup, aber in der Big Bottle 50% reduziert und einfach eine Firecracker Sauce. Firecracker Sauce von Heinz, noch nie gehört, noch nie gesehen. A fiery tomato and chipotle chili sauce with a smoky flavor. Da sind Chipotles drin und das ist cool, gerade wenn ich beim Subway esse oder so, nehme ich mir immer Chipotle Southwest Sauce auf das Sub drauf. Bin ich mal gespannt, ob das auch so schmeckt. Müsste man eigentlich auch direkt mal wieder ein Tasting dazu machen. Ja. Dann hat er hier zwei Flaschen altbayerischer Bierlikör. 0,5 Liter. Sieht aus wie ein normales Bier in der Bügelflasche. Hat 25%. Hast du den schon mal getrunken, Hannes? Nee, den habe ich aber auch rein zufällig auch beim Metro gesehen und dann habe ich gesagt, den nehme ich mit. Wieso? Fällt euch was auf? Der Hannes hat hinten ein Etikett und ich nicht. Nicht. Das heißt, ich krieg die da und er kriegt die da. Unsere urtypische Spezialität Bierlikör unter Verwendung von original bayerischem Bier, dem bekannten Mönchshof aus Kulmbach, der heimlichen Hauptstadt des Bieres. Der Bieranteil beträgt beachtliche 50%. Der hieraus resultierende kräftige und malzige Geschmack wird durch den Alkoholgehalt des Likörs 25% voll unterstützt, sowie durch Karamellzucker vollendet. Genießen Sie ihn gekühlt einfach pur nach gutem Essen im Kaffee über Vanilleeis oder mit einer Sahnehaube garniert. Also kühl pur oder nach dem Essen oder im Kaffee oder übers Vanilleeis. Mit einer Sahnehaube. Hm. Wir, keine Ahnung, was wir machen. Wir stellen es einfach weg. Vielleicht kann man das ja die Tage mal testen oder so. Ja, vielleicht haben wir es eh schon wieder zu viel. Ja. Dann hast du hier noch eine Schale stehen, so ein Bottich. Mit. Wo kriegt man das her? Was soll das sein? Das sind, das kriegt man auch vom Metro her. Das sind so Geschenk. Metro. Ja, einfach Metro. Ein Präsentkorb ja, mit Nudeln. Mit, keine Ahnung, was? Crissinis sind das. Was ist Crissinis? Das sind diese langen, Teigteile da. Oder sind es Crissinis? Nein, das sind Taralini. Okay, die kenne ich selber nicht. Was sind Taralini? Kennt ihr Taralini? Sagt mir gar nichts. Daneben haben wir noch Polenta, dann haben wir unten noch Oliven, dann haben wir noch mal hier oben Pasta del Molino, dann haben wir oben noch mal Senji Misti, dann haben wir die Pasta del Molino Doppel, da drüben auch. Unten ist nochmal Salami Nostrano. Ja, wenn dahinter noch was ist, weiß ich nicht. Poro. Also, Soße halt. Eine Funghi Porcini. Also, so ein Präsentkorb mit so verschiedenen Nudelnvarianten, mit italienischem Touch. Dann hast du hier noch eine Soße dabei, da hast du irgendwie so Gebäckzeugs. Du hast irgendwelche Gewürze, du hast Salami.
am Stück Scheibe, alles querbeet. Kann man machen. Kann ich so nehmen, wie es ist, kann es meiner Tante an Silvester zum Geburtstag schenken und sagen, ja, hier vom genau. Hannes, dein Geburtstag, siehst du das? Du bist ja dabei beim Geburtstag. Stimmt, haben wir gleich genau. Geburtstagsgeschenk noch für die Tante. Nein, man kann es natürlich auch, ne, deswegen. Was? Achso, doch, hier ist noch ein großes Paket. Das ist jetzt noch hier von Pupsi. Jetzt trinkt man das noch. Ja, das, wenn der Hannes das sagt, dann müssen wir das auch machen. Hannes will erstmal noch ein Likörchen, ein Marzipan-Likör, ein Sahne-Likör, Marzipan mit auch 15%. Dann füllen wir den mal wieder ein. So. Davon haben wir theoretisch auch zwei, aber den anderen möchte ich für Pupsi lassen, weil die ist übelst Marzipan-Fan und das findet die bestimmt toll. Mhm. Die hat auch gesagt, sie kennt den und deswegen kann die den anderen trinken. Der Unterschied ist auch, hier steht einfach drauf Marzipan und bei dem, der genauso ist, steht einfach auf die Liebe, auf die Liebe. Aber müsste genau exakt derselbe sein. So, Hannes, dann Prost. Prost. Oh, das ist gut, das ist gut. Da werde ich direkt zum Marzipan freuen. Ich habe, das ist eigentlich nicht in dem Karton, ich habe das nur in den Karton, damit es versteckt ist. Ich weiß schon gar nicht mehr vor wem eigentlich. Ich habe irgendwas vor irgendwem versteckt und jetzt bin ich zu blöd, den Karton wieder aufzumachen. Hä? Wenn das so drin ist, muss es doch hier aufgehen. Also hier unten. Genau, jetzt haben wir es fast. Da ist meine Weihnachtssalami drin, die ich traditionell von Pupsi jedes Jahr krieg, die meistens Adi dann isst. Aber das ist eine richtig coole Salami. Jetzt zieht nämlich dem Weihnachtsmann hier den Kopf ab. Hat dann eine schöne, eine Wintersalami, eine fette Wintersalami. Schneidest du einmal so quer durch und legst dir so eine ganze abgeschnittene Hälfte direkt auf dem Semmel und die andere Hälfte auf dem anderen Semmel und dann bist du den ganzen Tag beschäftigt. Das ist mein Tipp für euch. Esst das bitte so. So, jetzt legen wir das noch runter. Den Karton lege ich auch schon mal runter, denn Pupsi hat gedacht, sie hat so schöne Weihnachtspullover gefunden, obwohl ich schon so viele habe und mir selber bestellt habe. Sie muss mir unbedingt einen Weihnachtspullover bestellen. Hat jetzt hier so. Ich hab den ja schon gesehen, ich finde ihn total hässlich. Also der gefällt bestimmt vielen. Mir gefällt er nicht. Ich mag das halt nicht. Weil hier ist vorne so ein... Ach Gott, Rentier. So ein Rentier drauf, ja. Und naja, dieses fröhliche Gesicht, das ist mir... Zu suspekt. So diese weißen Zähne und die Nase da dazu, das ist mir zu ulkig, das ist mir zu lustig, das ist mir zu kindisch, das ist mir so als Spaßpullover okay, aber ich mag es dann eher richtig trashig und eklig und hässlich. Der sieht eigentlich schön aus, aber es ist halt einfach absolut nicht mein Stil oder nicht mein Geschmack, deswegen kann ich damit eigentlich nichts anfangen und in letzter Zeit habe ich halt schon zu viele Weihnachtspullover, was ich viel besser finde. Ist dieses T-Shirt. Seht ihr, was da drauf steht? Lasst es mal sacken. Da steht einfach nur, it's a T-Shirt. So wie Tea Time von dem T-Rex, der Tee getrunken hat. Der T-Rex ist es hier, es ist ein T-Shirt. T-Shirt, aber mit Tee, eine Teetasse. Und es ist deswegen ist es ein T-Shirt statt ein T-Shirt. Also... Genial. Immer dieser Running Gag mit dem Tee. Dann, die zwei Sachen sind noch eingepackt, die sind von Sandras Schwester. Da weiß ich auch absolut nicht, was drin ist. Deswegen kommen wir erstmal kurz zu diesem Karton. Pupsi hat mir nämlich einen Karton geholt. Da steht einfach drauf, Hot Chip. Hot Chip, Real Chili, Real Heat. Denn wenn ihr den Hot Chip nicht kennt, den habe ich damals das erste Mal gesehen auf der offiziellen Seite vom Hot Chip. Bevor der überall in den ganzen Läden rumgeflogen ist, bevor der irgendwo an einen Automat gepresst wurde, wo jeder einfach unkontrolliert hin konnte und dann seitdem der verboten wurde, weil jeder Idiot nur Mist damit gemacht hat, konnte man eigentlich auf der normalen Seite vom Hotchip den Hotchip bestellen in einem ganz normalen Laden, wo die eine eigene Seite dafür hatten. Und da gibt es auch noch andere Sachen.
Mich hat das alles nicht interessiert. Pupsi hat aber jetzt ein paar Sachen bestellt. Und zwar hat sie einmal Hot Chip Chili Chips. Haben wir hier Real Chili, No Palm Öl, Chili und Lime, vegan, 2,5 von 5. Hast du hier Chili Produkt, Real Chili, Real Heat. Einfach Hot Chip Chili Chips. Wieder mit der bekannten, mit dem bekannten Hot Chip Logo, mit der bekannten Hot Chip Chili, Hot Chip Chili, die hier drauf ist. Hast du da dabei. Zack. Was hast du noch? Hier hast du nochmal Hot Chip Flaming Peanuts, also scharfe Erdnüsse, flammende Erdnüsse von der Hot Chip Brand, richtig scharfe Erdnüsse, die haben 4 von 5, 20% Protein haben sie auch. Diese sehen schon ein bisschen besser aus, nicht so comicartig, sondern halt irgendwie ernst zu nehmen. Naja, also dieses gutes Päckchen an hier scharfen Erdnüssen. Dann haben wir noch einmal Hot Chip Jelly Beans. Ihr kennt vielleicht alle Jelly Beans, da gibt's scharfe, da gibt's saure, da gibt's eklige, die nach Pobel schmecken und so. Als hätte Pobel jetzt irgendwie einen Geschmack. Könnt ihr mal probieren. Und jetzt gibt's auch Hot Chip Jelly Beans, die hier dann auch mit drin sind. Die Geschmäcker sind jetzt aber nicht so krass, weil da steht einfach nur Blueberry, Sour Cherry, Strawberry, Watermelon und Mango. Also ist halt, ja, gemischt, fruchtig und, was machst du, wenn du frisst schon wieder hier, ist Bann. Fruchtig und scharf vereint. Jetzt ist aber noch ein Teil drin, nämlich nochmal hier so ein Box, eine Box, so ein Boxset, so ein Kanister. Hot Chip Chili Produkts, Products. Da habt ihr Chili Sauces in der Giftbox. Und das sieht aus wie Gläschen Marmelade alles. Ist natürlich zu, mache ich jetzt auch nicht auf. Aber da habt ihr hier abgebildet, welche Sorten da drin sind, wie die heißen, wie scharf die alle sind. Ihr habt zum Beispiel saure Kirschesoße 1 von 5. Mustard, also Senf, 2 von 5. Onionsauce, also Zwiebelsauce, 3 von 5. Salsa, 4 von 5. Plum Sauce, Pflaumensoße 4 von 5, Ketchup 4 von 5 und Indian Sauce, also indische 4 von 5. Alles in eben so einer Giftbox drin, was halt scharfe Soßen sein soll. Scharfe Soße mit Pflaume, scharfe Pflaume, das klingt auf jeden Fall sehr experimentös. Hier wie immer, auch beim Hot Chip hinten drauf, habt ihr ja den Barcode, der auch in Form von so einer Chilischote ist. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Sieht ne? sehr genial aus, ja. Ist wieder was, was man dann aufheben muss. Wozu isst man denn aber jetzt scharfe Pflaume? Ist ja auf dem Burger drauf. Ja, da kannst du dir ein Big Rösti holen und statt Cranberry machst du dir scharfe Pflaume drauf, ne? So einfach ist es, sprach der Fuchs. Ja, pur essen. Ich muss jetzt mal hier nochmal kurz aufmachen. Ich denke mal, die Mandy, die hat bestimmt gedacht, oh, da ist eine scharfe Soße, die kaufe ich jetzt dem Ramses. Also irgendwo vermute ich eine scharfe Soße. Ich würde aber eher denken, dass hier eine scharfe Soße drin sein könnte. Irgendwas. Und hier vielleicht irgendwas Schokoladiges. Wir machen das Große oder das Kleine? Was machen wir zuerst auf? Kleines Feuer. Gut, dann machen wir das Große auf. So genau. Machen wir das nämlich immer. Guck mal, wie schön das eingepackt ist. Ach, ist das schön, dieses Paket, dieses Bun. Jetzt müsst ihr, wenn wir keine Schere haben, das einfach so über den Rand rüberziehen. Wenn es dann über den Rand drüber gezogen ist, kann man es ja einfach abmachen. Und ohne Klebeband funktioniert eh nichts. Und so machen die das auch auf in Amerika. Deswegen reißen wir das jetzt so. Haben hier ein Fragile. Ja, hätte man eigentlich so wie es ist nehmen können und verschenken können, ja, hätte man gar nichts drum machen müssen. Aber jetzt bräuchte ich ja doch eigentlich was, aber so wie ich mich kenne, brauche ich doch nichts, weil jetzt wird es halt hier kaputt gemacht. An allen Ecken und Kanten haben sie es wieder gut gemeint, das machst du eigentlich auf, aber lass los, ist verrückt. So, was ist das?
Die schwarze Witwe, Hannes. Ich habe falsch gelegen. Ich habe falsch gelegen. Die schwarze Witwe hier ist in dem Karton ist eine Chili-Soße drin. Eine einzelne. Oh. In einer richtig fetten, brutalen Flasche in einem Blisterpack. Und die sieht richtig brutal aus. Schwarze Witwe Hot Sauce in so einem fetten Taschenrutscher. 229.000 Scoville-Einheiten. Vorsichtig dosieren. Löschmittel, Milch, Joghurt, Brot bereithalten. Okay. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass auf einer Soße direkt steht, was du dann essen sollst, um halt wieder zu leben. Achtung! Extrem scharfes Produkt, von Kindern fernhalten, bei Haut- oder Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen, brennen im Mund, Rachenraum und Magen, kann durch das Trinken von Milch neutralisiert werden. Maximale Dosierung pro Tag 300 Milligramm. Capsaicin ist gleich eingehäufter Teelöffel Soße. Also eingehäuften Teelöffel darfst du trinken, sonst nicht. Scharfe Würzsoße. Unsere schwarze Witwe-Soße ist eine extrem scharfe Hot Sauce, ein Tropfen und die tödliche Spinne beißt unerbittlich zu. Die ultimative Soße für Freunde der extremen Schärfe, nichts für Chili-Anfänger. Fruchtig, würzig, unmenschlich scharf. Durch die extra große Flasche geht das Feuer auch nicht so schnell aus. Gut zum Verschärfen großer Eintöpfe, ohne Verändern des Eigengeschmacks der Gerichte. Das erinnert mich schon wieder an Mad Dog, weil die dir auch zum Würzen von großen Speisen und Eintöpfen und so nehmen sollst. Und da steht auch genau solche Hinweise drauf. Nur habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen und finde das trotzdem richtig brutal, das Design eben hier mit dieser Witwe, schwarzen Witwe. Und die Flasche ist auch cool, weil vorne ist die bauchig und hinten ist sie, ja, wie so eine Furche drin, dass die insgesamt so gebogen ist und dadurch eine Form hat, die ich so noch nie in der Hand hatte, noch nie gesehen habe. Also die ist wirklich interessant, das ist krass. Das ist wie ein Flachmann. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Das ist genial. Ich bin gerade wirklich krass überrascht, dass die Mandy da so, also die scheint da wohl doch immer mal was mitzukriegen, was ich immer so poste, dass ich wohl auf scharfe Sachen stehe. Oha. Hannes, sowas habe ich schon mal gesehen. The Resurrection. Sowas habe ich schon mal gesehen auf Amazon. Und sowas habe ich auch mal in meine Wunschliste reingepackt. Da gibt es zwei Dinge. Einmal so einen schwarzen Karton. The Resurrection. Und dann gibt es noch eine in einem roten Karton, die auch noch anders aussieht. Das heißt, ich muss sie von meiner Liste unbedingt löschen. Nicht, dass das nochmal jemand kauft. Steht auch wieder hier. Achtung, die Soße ist extrem scharf, nur auf eigenes Risiko verzehren. Carolina Reaper Chili 85%, Weinessig 10%, Capsaicin-Konzentrat 9 Millionen, Schuh 5%, salzbrauner Zucker, Verdickungsmittel und so weiter und hin und her. I love spice, da hast du hinten schon einfach nur ein Kreuz drauf, ein rotes, ne? Du hast hier auch einen schönen Karton, das sind nur 20 Milliliter. Den kannst du hier auch aufmachen. Boah. Attention, 433.534 Schuh, ne? The sauce is extremely hot. Try it at your own risk. Und noch einen Totenkopf. Und dann machst du das auf und dann liegt das einfach hier so drin. Und hat hier oben auch extra eine Pipette. Wie wenn du Nasentropfen nehmen willst, in einem kleinen Glasfläschchen. Augentropfen. Das ist cool, das ist brutal und die Dinger sind auch sauteuer. Also ich habe geguckt, bezahlt bestimmt so 25 Euro für so ein kleines Fläschchen in so einem kleinen Karton. Aber wenn ich jetzt die habe, die schwarze, dann brauche ich unbedingt noch die andere für die Sammlung. Denn gerade solche Sachen möchte ich mir dann ins Regal stellen, aufheben und als Erinnerung. Es war blöd, dass das hier alles so zugeklebt ist an der Seite, aber vielleicht kriegt man das ja irgendwann noch ab. Aber sehr genial. Ja, also das sind die zwei heftigsten Sachen in dem Geschenkebubs. Den Rest tun wir jetzt mal hier runterscheuchen. Finde ich sehr genial, die Soßen. Jetzt trinken wir noch mal kurz hier den. Ui, noch einen Kaffee. Und dann kriegt der Hannes noch sein Geschenk. Wer noch da ist, er kann den Hannes noch beobachten, wie der Hannes sein Geschenk dann noch isst, trinkt, aufmacht, meine ich. So. Vorhin hattest du mehr, jetzt habe ich versucht, bei mir mehr, dass es dir besser geht und dann nicht so viel ist. Deswegen
Prost. Gesundheit. Ha ja, Hannes, was bringst du auch so Zeug mit, ne? Weil du der Hannes bist, darfst du jetzt dein Geschenk natürlich auch noch aufmachen. Oh. Ja, guck mal, da sind sogar zwei Rosetten dran. Nicht nur eine in der Mitte, da sind zwei Rosetten dran. Sieht schon wieder aus wie ein Pokémon mit zwei Augen. Pokémon. Finde ich genial. Dankeschön. Schon mal im Voraus Dankeschön. Und ja. Also wer das ein Unboxing-Video gesehen hat, der weiß ja eh schon, was da drin ist. Wo Jena ja auch was bekommen hat in der Richtung. Wenn er es noch gar nicht gesehen hat, wie es aussieht, ist es eine Überraschung. Und es ist ja jetzt noch was dazugekommen. Ja? Das kommt ja jetzt auch noch. Es ist ja noch was dazugekommen. Damit es nicht so langweilig wird. Leute, erst einmal Guinness. Guinness, das ist nämlich ein Hannes, sein Lieblingsbier, sagst du immer. Ja, das ist genial. Da trinken wir eins jetzt dann. Und weil wir sonst immer nur das Münchner Hell trinken, krass, weil das Guinness so teuer ist, muss man an Weihnachten einfach mal Guinness kaufen. In der Dose mit dieser Perle drin, die so durch die Gegend fliegt und rumschäumt. Was ist das denn? Das ist ein exklusiver, super genialer Weihnachtspullover. Hey, wie krass ist das weil wir, denn? Weil wir so oft immer Münchner Hell getrunken haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Weil der Hannes so oft bei mir war und immer, wenn wir abends in Rewe sind, hinterm Haus, und er, wollen wir noch ein paar Bier mitnehmen? Ja, welche denn? Weiß nicht. Nehmen wir Münchner Hell. Genau. Immer Münchner Hell mitgenommen. Sehr genial. Wenn wir mal in München waren, was gab's? Münchner Hell. Und jetzt hat der Hannes auch einen schönen Weihnachtspullover von Münchner Hell. Die Shania hat einen gekriegt von Frühling-Kölsch. Finde ich sehr genial. Weil die Shania ja immer Kölsch schickt, hat die Shania einen Frühkölsch-Pullover bekommen. Und der Hannes hat jetzt sein Münchner Hell bekommen. Ich hoffe, der passt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht aus wie ein Eishockey-Trikot. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Gleich holt er den Schläger raus und haut ab. Jetzt machen wir noch. Ja, und der Hannes, der möchte jetzt noch ein Bier-Tasting machen, hat gesagt, er macht jetzt hier noch das Guinness auf. Guinness. Da gehe ich jetzt nicht dran, das musst du machen, ne? Das ist ja jetzt dein das Bier. Das machen wir jetzt. Da offen, kannst du jetzt noch einen. Jetzt machen wir jeder eins öffnen. Oh ja. Das sieht halt auch schon edel aus, ne? Das ist genial. Die Dose glänzt. Fünf. Es hat hier oben richtig schön diesen goldenen Nippus, wenn du es rumdrehst. Alles glänzt, alles ist goldig, goldige Schrift hin und her. Und wie ist das aber jetzt? Muss man das jetzt, nee, das muss man nicht schütteln. Das ist, wenn man einfach trinkt, tut wenn mit drin, dass sowieso diese Perle rumzirkulieren. Ja, und dann schäumt es schon selber, wenn man halt aufmacht. Und das gibt dann in dem Moment sozusagen frisch Kohlensäure und Stickstoff ab, damit du ein frisch gezapftes Gefühl hast. Genau, richtig. Also nicht schütteln, sonst macht's push und das ist nicht gut. Dann machen wir es mal auf, da schwimmt der Tisch eh gleich wieder. Ja, ein bisschen. Wie viel hat das Guinness eigentlich? Na, das Guinness hat 4,2. 4,2, das ist weniger als Kölsch, ne? Haben wir Kölsch-Tasting schon gemacht. Prost. Dann Prost, Hannes, auf dich. Das war's von meiner Seite aus. Ach gut, ich trinke erst mal. Ich habe das irgendwie kräftiger im Sinn. Ich dachte immer, wenn man das trinkt, dass das auch wie so eine leicht herbe, bittere Note hat. Deshalb, wenn man das immer unangenehm war, aber ich finde jetzt gerade beim Trinken, es ist einfach leicht kühl und fließt einfach rein. So soll das Guinness eigentlich auch sein und nicht bitter. Und dann hast du, ich habe trotzdem einen bitteren Geschmack dann im Nachhinein, aber nicht beim Trinken. Also dann, wenn du absetzt, hast du diese ganz besondere Note, die da ist. Das ist auch richtig, irgendwie auch sehr malzig, sehr cremig auf jeden Fall. Guinness ist ein richtiges Cremebier, ne? Und herrlich. herrlich zum Trinken. Ja, dann Prost nochmal. Prost. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr sagt, ach, wir wollen dem Ramses doch auch mal ein Geschenk schicken oder so, dann schreibt mir halt mal privat irgendwo, dann gebe ich euch die Adresse. Weil ich kein Postfach habe. Oder ihr könnt ja auch mal in die Amazon-Wunschliste reingucken. Da packe ich immer mal Sachen rein, die interessant sind, die ich mir für später vormerke. Wenn aber jemand da das einfach bestellt, dann
freue ich mich natürlich. Ich versuche auch immer die Zettel aufzuheben, weil da immer drin steht, wer das geschickt hat, dass ich auch so einen Überblick habe. Also die Amazon-Wunschliste steht immer unten in der Beschreibung. Da kommen manchmal ein paar Sachen her. Da hat Jenaya ja auch das Spiel hergehabt. Da sind auch ein paar Soßen drin. Manche Sachen kosten nur 3 Euro, andere Sachen kosten 30 Euro. Daher, wenn jemand sagt, ach, den support mal, da geben wir gerne mal was her. Da kann er Tasting machen mit dem Hannes, wenn wir ihm das schicken. Dann ist das immer eine Option, gerade zu Weihnachten. Dieses Jahr ist Weihnachten vorbei, vielleicht für nächstes Jahr. Mal gucken. Wenn wir alle noch leben, treffen wir uns dann wieder. Das war's jetzt. Vor allem 440 Milliliter. Nicht mal 500. Weil die Perle da drin so groß ist, dass es weniger reinpasst. Genau. Die nimmt 60 Milliliter Volumen einfach rein. Nur, dann war es trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes und macht es gut, führt's euch. Wieso habe ich die ganze Zeit das so unten hier hängen? Eigentlich hätte das doch so. So hier. Hey, jetzt sieht man auch mal was. Ach, egal. Ist wurscht. Prost. Prost.